Ich bin's wieder, Marcus von Ground & Pound TV mit Nick Hein, der immer noch ungeschlagen ist und ein Hammer Kampf gegen den Kamil Lipski, den man auch nicht hoch genug loben kann, hingelegt hat. War ein hammerirrsinniger Kampf, der ging im Stand hin und her. Du hast unglaublich gute Takedowns gehabt. Es war also sowas von, es war ein richtiger Thriller. Also ich habe hier oben zugeguckt, mir ist das Herz stehen geblieben. Aber wie war es denn für dich? Also zuallererst möchte ich dem Kamil nochmal sagen, danke für den super Kampf. Wir hatten nachher eine kleine Kontroverse. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir haben beide ein bisschen Show gemacht. Tut mir nochmal leid. Ich meine, ich will natürlich auch für die Fans ein bisschen Show liefern. Ich habe das auch versprochen, als ich im Interview gewählt worden bin zum Newcomer des Jahres, dass ich in Zukunft bessere Kämpfe machen möchte, spektakulärer. Ich glaube, das ist mir heute auch gelungen. Ich habe selber auch ein bisschen einstecken müssen, aber ja, war einfach ein super Kampf. Ich bin froh, wie er war. Sehr froh. Also spektakulär trifft so wirklich. Also ihr habt euch Dinger gegeben vom Allerfeinsten. Das Ding wirklich, es war eine richtige Schlacht gewesen. Wir saßen hier oben, wir haben also wirklich probiert, hier ruhig zu sein, weil ja Videoaufnahmen gemacht werden. Wir haben gedacht, also es war Wahnsinn. Also ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich war selber, ich stand teilweise neben mir und habe das selber beobachtet und habe gedacht, was geht hier ab? Ich war selber überrascht, dass ich im Stand so viel geschlagen habe. Wobei ich auch sagen muss, der hat auch nicht viel zugelassen. Der war im Boden, habt ihr gesehen, wenn ich versucht habe zu mounten, dann hat er mich aus dem Ring rausgeschmissen. Der hat alles entgegengesetzt. Aber ich muss auch sagen, ich war hochmotiviert. Ich möchte in die German Top 5. Ich möchte mich empfehlen für neue Kämpfe. Ich war ja auch ein bisschen sauer, dass ich jetzt immer noch nicht in der Top 5 drin war. Aber vielleicht ändert sich ja heute ein bisschen was. Ja, also sagen wir so, ich meine, ich darf da leider nicht mitstimmen, aber wenn... Du bist doch bei Ground & Pound auch mit dem Vorschein. Du kannst ja mal ein gutes Wort für mich einlegen. Aber ich werde auf jeden Fall ein gutes Wort für dich mit einlegen, weil ich denke mal, so ein Kampf wie dieser hier, das ist eine beste Empfehlung schreiben, was man überhaupt machen kann. Also du hast wirklich heute alles gezeigt, aber war ja auch wieder so von wegen der Ring. Ja. Der war ja heute wirklich problematisch. Ich fand sogar, also mal ehrlich gesagt, er hat sich benachteiligt. Weil das eine war für mich eben Takedown gewesen, wo er sich an den Ringseilen festgehalten hat. Und der Referee hat das wie ein Stand-up gemacht. Und ich habe eigentlich gedacht, das müsste eigentlich am Boden weitergehen. Ich sag mal, wir waren beide ein bisschen benachteiligt. Er hat mich am Anfang auch einmal runtergenommen, wo wir dann durch den Ring geflogen sind. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt für mich oder für ihn ein Vorteil war. Aber ich würde mir natürlich auch in Zukunft wünschen, vielleicht auch für Respekt, dass wir in Zukunft im Cage kämpfen, weil wir sind Free Fighter, wir sind Cage Fighter, das ist so, das macht unseren Sport auch aus. Und da ist ein Cage einfach unabdingbar. Ihr habt's gesehen. Ich weiß ja nicht, wie die anderen Kämpfer, ob da auch Leute rausgeflogen sind, aber das war heute mehr wie professionelles Wrestling als MMA. Ja, da hast du vollkommen recht. Du weißt, wenn sowas also wirklich mal aus dem Ring rausfliegt, da kann ja teilweise schlimmere Verletzungen passieren als von wegen. Kannst du mich mal kurz umarmen? Ich bin immer. Immer. Ich bin überglücklich, das war ein super Kampf. Das war Hammer. Ich werde jetzt mal sofort in die Notaufnahme fahren und mich selber noch feiern. Ja, und danke, dass du überhaupt die Zeit noch genommen hast, obwohl jetzt wirklich du nicht bist. Markus, für dich immer. Danke dir, Nick. Bester Mann von Ground Pound. Ich hoffe, ich habe jetzt falsch gesagt. Also ihr seid auch super. Wir weiß, ob wir das nicht rausschneiden müssen, aber ich danke dir, mein Freund.